Nicht einmal ein Jahr ist es her, da verwirklichte Ubisoft mit Assassin's Creed 3 ein wahres Megaprojekt. Mit einer Handlung im revolutionären Amerika, mit Wildnisabenteuern und sogar Seefahrtsmissionen war das Spiel so ambitioniert wie kein Teil zuvor. Und im November 2013 folgt bereits der nächste Ableger, Assassin's Creed 4 Black Flag, ein Open-World-Piratenabenteuer. Doch wie schafft es Ubisoft, derart riesige Spiele in so schneller Folge zu produzieren? Um das herauszufinden, besuchten wir kurzerhand eines von Ubisofts weltweiten Studios. Und der erste Teil der Antwort, der lauert hier hinter mir. Singapur. Wo Ubisoft ein Studio hat, das relativ stark an Assassin's Creed 3 mitgearbeitet hat und auch bei Assassin's Creed 4 eine Schlüsselrolle spielen wird. Und das schauen wir uns gleich mal an. Hier sieht es schon wieder ein bisschen anders aus, gar nicht mehr so modern. Das ist Little India und das ist ein Zeichen dafür, wie Multikulti dieser Ort Singapur eigentlich ist. Hier hat es Inder, hier hat es Tamilen, hier hat es Angehörige so ziemlich jeder Glaubensrichtung und alle leben einigermaßen friedlich und harmonisch miteinander. Das ist die Orchid Road, das krasse Gegenteil von Little India, das ist so die Premium-Shopping-Meile. Da haben wir Chanel, Louis Vuitton, Cartier, Rolex und tja, so eine Shoppingmeile hat irgendwie jede große Stadt. Die ist halt zwar ganz nett, weil sie recht tropisch ist und schön bewachsen, aber mir gibt das alles nicht so viel. Eine Sache, die ich eigentlich unbedingt noch zeigen wollte und die zu Singapur dazugehört, jeden Sommer sind die Waldbrände in Indonesien. Die sorgen hier im Sommer für einen echt krassen Smog, für so eine Dampfkuppel, für einen Rauchgeruch in der Luft. Und dieses Jahr ist es und war es so schlimm wie noch nie zuvor. Nur ist heute leider gerade Wind aus der falschen Richtung und die Leute jubeln, weil hier endlich mal klares Wetter ist. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich meinen Mundschutz nicht ausprobieren kann. Und weil wir so tolle Dinge nicht erleben, wie Autos, die morgens voller Staub sind und Kinder, die nicht in die Schule können. Und ja, das ist zwar schlecht für die Leute, aber wäre cool gewesen, um es zu zeigen. Vielleicht klappt es ja morgen nochmal. Ansonsten bleibt die Info, im Sommer ist es ja ab und zu ganz schön stickig. Hier hinter mir sitzen 110 Mann und damit ungefähr das halbe Ubisoft Singapur Studio an Assassin's Creed 4 Black Flag. Und was genau die da machen, das schauen wir uns jetzt mal an. Vor 5 Jahren entschloss sich Ubisoft, ein Studio in Singapur zu eröffnen. Es herrschte das Gefühl, dass das Unternehmen und damit seine Möglichkeiten, Spiele zu entwickeln, wachsen musste. Wir hatten viele Studios auf der ganzen Welt, zapften aber bislang nicht die Talente Südostasiens an. Nach dem Abwägen verschiedener Städte und Länder schien Singapur der beste Ort zu sein. Es gab hier große Pläne, die Videospielindustrie zu entwickeln. Obendrein ist es ein sehr bequemes Land mit einer gut ausgebauten Infrastruktur und Englisch als einer der Landessprachen, was die Kommunikation im Team, aber auch mit anderen Studios stark vereinfacht. Letztendlich war es eine gute Idee, hierher zu kommen. Doch wie funktioniert jetzt eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Hauptentwickler, Ubisoft Montreal? That's the main challenge. We are a lot of studio working on Assassin's Creed 4, but we are all working on the same game. Das ist die große Herausforderung für uns. Wir sind jede Menge verschiedener Studios, die an Assassin's Creed 4 arbeiten. Wir arbeiten aber alle an demselben Spiel, wir arbeiten alle an einer einzigen Spielerfahrung. Es muss also alles im Spiel zusammenpassen. Wir kommunizieren auf der Design- und Produktionsseite also sehr viel mit Ubisoft Montreal, um sicherzugehen, dass es auch klappt. Täglich sprechen die Designer der weltweiten Studios miteinander, damit ein stimmiges Spiel entsteht. All die Spielsysteme, die in Montreal entstehen, und die Aktivitäten und Levels, die wir in Singapur machen, müssen zueinander passen und sich ergänzen. Damit das gelingt, haben wir schon vor langer Zeit begonnen, das Spiel zu testen und alle Systeme zu integrieren. Nun geht es darum, alle Einzelteile harmonisch zusammenzufügen.
Ein tolles Beispiel für die Studio-Kooperation sind die Seegefechte aus Teil 3. Wenn es unser Studio hier in Singapur nicht gäbe, wäre dieses Feature nicht denkbar gewesen. Denn Montreal ist voll auf das große Ganze und das grundlegende Gameplay fokussiert. Das gibt uns als kleines, agiles Team die Möglichkeit, mit neuen Ideen zu experimentieren. Sobald eine solche Idee bei uns lokal funktioniert, können wir sie nehmen und dem großen Ganzen hinzufügen. Durch die Trennung in mehrere Teams haben wir also die Freiheit, neue Ideen auszutesten, während das Montreal-Team die Produktionsmöglichkeiten hat, ein riesiges Spiel zu erschaffen. Montreal hat das Spiel in seiner Gesamtheit im Blick. Unsere Aufgabe ist es, diesem Team zu helfen, das zu erreichen. Wir haben etwa jede Menge Nebenaufgaben kreiert oder die Fernrohrmechanik eingebaut. Aber die Vision liegt ganz klar in Montreal. Wir müssen diese Vision verstehen und immer den Kontakt mit Montreal suchen und sicher gehen, dass wir auf derselben Seite sind. Das erlaubt es uns, zusammen ein Spiel zu kreieren. Rein technisch gesehen arbeiten wir alle am gleichen Spielcode. Da hilft uns übrigens der Zeitunterschied zu Montreal von 12 Stunden. Es wird ununterbrochen am Spiel gearbeitet. Wenn der Arbeitstag in Montreal endet, bekommen wir ihre Version geliefert und beginnen unsere Arbeit daran. Und wenn in Montreal der nächste Arbeitstag beginnt, liegt dem Team schon unsere neue Version vor. Arbeitet das Team dabei an der gleichen Version wie Ubi Montreal? Es gibt natürlich Elemente, die wir anders angehen. Wir müssen ja sicher gehen, dass unsere Änderungen auf der anderen Seite des Planeten nichts kaputt machen. Wenn wir also Experimente wagen, machen wir das in einer lokalen Version, an der wir frei arbeiten können. Wenn dann alles gut läuft, können wir es der großen gemeinsam geschaffenen Version hinzufügen, von wo aus dann alle beteiligten Studios darauf aufbauen können. Als wir den Auftrag bekamen, ein Piratenspiel zu machen, war natürlich jeder von uns begeistert. Wer mag schon keine Piraten? Es ist ein tolles Thema. Wir haben also viel Recherche betrieben und uns überlegt, welche Sorte Piraten wir haben wollten und wie die in den Stil von Assassin's Creed passen würden. Die bekannteste Sorte Pirat ist die in den Medien verbreitete. Diese, oh ja, meine Kinder lieben Piraten-Sorte. Die familienfreundliche Hollywood-Variante also. Aber das sind nicht die Piraten, die wir im Spiel porträtieren. Unsere Piraten basieren auf der Realität, haben aber eben auch ein wenig Assassin's Creed-Flair. Wir hier in Singapur sind für die Open-World-Nebenaufgaben sowie die Schiffe verantwortlich. Die künstlerische Vision liegt aber in Montreal, beim Brand Art Director Raphael Lacoste. Wir haben diese Vision aber gemeinsam geschaffen. Wir sind sogar in die Karibik geflogen, um uns die Umgebungen dort anzusehen und haben da jede Menge Bilder gemacht. Nachdem diese Vision entwickelt wurde, gab man sie an alle Studios weiter, wo man gemeinsam nun daran arbeitet. Singapur selbst arbeitet unter dieser gemeinsam geschaffenen künstlerischen Linie. Am Anfang steht immer eine leere Leinwand. Zunächst betreiben wir viel Recherche, insbesondere historische Nachforschungen, wie genau damals Schiffe gebaut wurden. Denn wenn man ein Schiff nach denselben Prinzipien gestaltet, wie es damals von einem Schiffbauer geschaffen wurde, wird man stets die akkurateste Repräsentation bekommen. Das haben wir gemacht. Wir haben unsere Schiffe sehr akkurat nachgebaut und dann unseren Level- und Game-Designern präsentiert. Hier ist euer Spielplatz, was wollt ihr damit tun? Diese Teams führen dann jede Menge Spieltests durch und toben sich in allen Umgebungen richtig aus. Dann kommen sie wieder zu uns zurück und sagen, okay, das ist, was unser Spielverlauf erfordert. Lasst uns hier und da ein paar Änderungen machen, damit es gut aussieht. Die Schiffe im Spiel basieren also auf realen Vorbildern, in denen wir aber auch viele Gameplay-Features und Möglichkeiten unterbringen. Wir haben hier in Singapur und generell in Südostasien großes Glück, denn der Ozean und die Insel hier sind der Karibik sehr, sehr ähnlich. Das Ökosystem ist dasselbe und wir haben viele Ozeanbegeisterte bei uns im Team, die etwa gern tauchen und ihre Erfahrungen ins Projekt einbringen. Wir fragten sie also, wie sich die Unterwasserwelt so anfühlt, beispielsweise die Korallen. Wenn man sich Fotos von Korallen ansieht, sind die sehr farbenfroh, wirken richtig fröhlich. Aber in Realität sind sie überhaupt nicht bunt, bis man ihnen sehr nahe kommt. Sie wirken aufgrund der Schwebstoffe, der Wellen und der Art, wie Licht unter Wasser funktioniert, sehr grau und ausdruckslos. Diese Tatsache ist genau in unserem Sinne, denn wir wollen eine düstere, realistische, aber auch schöne Unterwasserwelt schaffen.
Das Ubi-Team in Singapur ist jung, gerade mal 5 Jahre alt. Doch wie sieht der Studio-Boss die nächsten 5? 5 years is very short. It's long, but it's very short at the same time. 5 Jahre sind gleichzeitig eine lange, aber eben auch eine kurze Zeit. In diesem Zeitraum ein Team von 0 auf 270 Mitarbeiter zu bringen, ist ein großer Fortschritt. Ein Abenteuer. Wir sind Schritt für Schritt mit den Assassin's Creed-Spielen und Ghost Recon Online gewachsen und haben bei jedem Schritt neue Herausforderungen gesucht. Für Assassin's Creed 3 und nun Black Flag konnten wir endlich ein vollständiges, eigenständiges Erlebnis innerhalb der Spiele schaffen. Das gibt uns viele Optionen, zukünftig an anderen Objekten zu arbeiten oder Assassin's Creed weiterhin zur Größe zu verhelfen. Wir sind nun obendrein auch in der Lage, ein ganz eigenes Spiel zu verwirklichen. Das war also Ubisoft Singapur, ein sehr selbstbewusstes, junges Studio, das sich wirklich erfolgreich um einige Gameplay-Elemente in Assassin's Creed 4 Black Flag kümmert. Aber aus der Leistung des Teams allein wird kein ganzes Spiel. Das kommt erst zusammen, indem alle einzelnen Elemente der verschiedenen Studios in Montreal zusammenlaufen bei den Ubisoft Headquarters, und die besuchen wir im zweiten Teil.